Hallo und herzlich willkommen. Wir kommen zum nächsten Teil. Wir wollen ja noch unsere Paladin-Karte auch noch bekommen und gehen deswegen zum nächsten Bereich jetzt hier in der Spitze der Nekropole der letzten Herausforderung, die wir bekommen, der Paladin-Quest gegen Kel'Thuzad und bekommen dafür ein nettes Geheimnis hier. Wenn Diener stirbt, bekommt ein befreundeter Diener 3-2. Okay, damit kann man natürlich sehr viel Unfug treiben. Ich denke, das wird ein Paladin auch nochmal ein ganzes Stück ärgerlicher machen. Okay, wir starten gegen Kel'Thuzad. Die Rächer sieht nicht schlecht aus. Die Eule können wir auch drin lassen. Ja, damit können wir den Echo-Schwamm zwar nicht. Ja, nehmen wir sie lieber raus. Die Eule lassen wir mal noch drin. Ich denke, gegen später sind die beiden natürlich recht interessant. Na, der Schlamm auch in Verbindung mit sägender Macht wäre natürlich auch klasse gewesen. Aber man weiß es ja immer nicht. Okay, spielen wir einfach mal Lepragnom. Und er geht natürlich wieder mal direkt in unser Gesicht. Und wir bekommen hier den Echo-Schlamm. Müssen wir allerdings noch eine Runde warten. Den möchte ich direkt in Verbindung mit dem Sägen der Macht spielen. Deswegen einmal hier ins Gesicht. Und dann schauen wir, was wir hier machen können. Er haut uns auf 26 runter, coint auch nochmal raus. Und spielt sein Skelettschmied. Na gut, das war ja klar. Okay, dann schnappen wir uns gleich den Echo-Schlamm. Hauen einen Sägen der Macht drauf. Damit buffen wir ihn auf einen 4-2er. So, den beiden können wir eh wegschmeißen und haben jetzt hier zweimal einen 4-2er, was natürlich recht eklig ist für ihn. Er haut uns runter auf 24, will offenbar auch noch einen der beiden wegnehmen. Meine Güte, soll recht sein. Und wir spielen... Na, sollen wir... Ja, oder? Nee, heben wir noch die... Spielen wir mal raus. Wir haben jetzt zwar keine, die direkt zerstört wird. Also es ist ein guter Kartenzieher hier drin. Okay. Er spielt einen 1-3er. Den können wir natürlich schön hier über unseren Schwertschmied weghauen. Sieht er nichts mehr. Spielen noch einen Echo-Schlamm in Verbindung mit dem Sägen der Macht. Damit wir hier nochmal einen 4-2er können, auch nochmal hier einmal einen raus und gehen damit in Phase 2 des Kampfes. Jetzt kann er wieder übernehmen. Für einmal. Aber wir haben jetzt halt eben schon eine schöne breite Front gegen ihn. Er spielt wieder seine 2-3 Dreier-Tanks. Die können wir... Oh. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen strategisch vorgehen. Wenn wir den linken Tank weghauen, haut er uns alles um die Ohren. Deswegen nehme ich den lieber mal raus aus dem Kampf. Und jetzt räumen wir hier schön auf. Wir haben ja genügend Echo-Schlemmer. Können dadurch auch hier immer schön Karten ziehen. Da gibt es auch nochmal eine Karte. Ah, sehr schön. Da kriegen wir auch nochmal ein Gottesschild. Dann einmal auf ihn. Er ist hier unsere Value-Karte. Hier einmal drauf und den Rest gibt es direkt ins Gesicht. So, spielen wir einen Lepragnom oder machen wir Heldenfähigkeit? Ich glaube, ja, wir machen erstmal die Heldenfähigkeit, falls er diese eklige eine Karte spielt. Okay, jetzt haben wir dieses Mal keinen, deswegen können wir uns überlegen, wir werden diesmal wohl eine Opferrolle machen. Wir opfern möglichst viele Karten noch, damit wir möglichst viel ziehen können. Vielleicht kriegt man auch noch irgendeine Heilkarte, wir wissen es ja nicht, was alles im Deck drin ist. Ich spiele... Ja, wir haben aktuell immer noch gleich viel. Den werde ich jetzt natürlich nicht spielen. Das wäre arg blöd. Und spiel die Eule noch drauf und er haut uns alles. Um die Wand.
Gut, jetzt können wir wieder Stick ein bisschen aufbauen. Das heißt, wir spielen einmal den Lepra-Gnom, einmal hier unsere Agentumsknapp hin und noch unsere Heldenfähigkeit. Einmal Echo-Schlamm könnten wir auch, aber machen wir jetzt mal nicht. Wir wissen ja nicht, was er jetzt macht. Er macht einen Kältekegel, um unsere Diener ein bisschen wegzukriegen, und spielt seinen netten Heiler. Den werden wir natürlich nicht eulen, sondern wir hoffen einfach mal, dass es ihn da damit ein bisschen umhaut. So, das hat geklappt. Wir bekommen die 5 Heilung und können hier noch einen der beiden, ja, machen wir es lieber auf Runde sicher. Er spielt einen spektralen Ritter und geht wieder auf unsere Diener mit voller Gewalt drauf. Okay, den kriegen ist natürlich perfekt mit dem Echo-Schlamm zusammen. Einmal hochsetzen, haben wir einen 5-6er. Den können wir dann nächste Runde weghauen. Und er hat immer noch gleich viele Karten wie wir, deswegen einmal einen zusätzlichen. Und wir haben zweimal den Echo-Schlamm mit 5-6. So, sehr schön. Er macht wieder den Blizzard, haut uns wieder alles weg, damit wir auch ja keinen Spaß mehr haben. Den will er nicht, den haut uns fast weg. Okay. Ah, wir bekommen das neue Geheimnis. Sehr schön. Falls er uns jetzt nämlich hier einen weghaut, können wir den direkt mit wieder herholen. Wir brauchen allerdings noch einen zweiten, damit sich's auch irgendwie lohnt. So, hier der zweite. Was spielen wir noch? Wir können hier noch einen Echo-Schlamm, aber wir geben einfach ab an ihn. Okay, er macht den Fehler, haut den 5-4er weg. Wir bekommen dadurch einen 4-3er. Und jetzt schauen wir, ob er den noch... Oh, den... Er haut wirklich alles drauf, was irgendwie geht. Und wir bekommen noch einen Echo-Schlamm. Langsam gehen uns die Sägen der Macht aus irgendwie. Den 5-5er würde ich gerne irgendwie weg. Den 4-1er auch. Wir können allerdings hier echt nichts richtig gegen ihn machen. Ich muss einen Echo-Schlamm rausspielen. Der Kartenzieher bringt immer noch nichts. Er hat nur eine Karte. Der schwarze Ritter, wer hat keinen Tank, wer ein bisschen verschwindet. Deswegen probiere ich einfach hier mal unser Seite ein bisschen aufzubauen. Jetzt bin ich gespannt. Er kriegt einen Akolyt. Den kriegen wir weg. Unseren Heilzombie. Okay, jetzt kriegen wir ihn nicht mehr so leicht weg, außer wir lassen ihn viele, viele Karten ziehen. Wir haben einen Messerjongleur bekommen. Sehr schön. Dann spielen wir doch den gleich mal raus. So, wir können natürlich auch auf die Messer hoffen, aber ich nehme den hier schon mal weg. So, spielen wir nochmal einen Echo-Schlamm. Schauen wir mal, auf was es geht. Na, toll, ins Gesicht. Dann nehmen wir den hier raus. So. Der hier geht ins Gesicht. Wir spielen noch einmal extra. Er spielt wieder ins Gesicht. Na klasse. Wo zielt denn der heute hin? Und eulen den Akolyten, dass wir ihn nur keine Karten ziehen lassen. Jetzt zielt er Gott sei Dank echt drauf. Das war klasse. Wir haben eine breite Front. Wir haben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, er frustet wieder ein. Was geht? Noch eine göttliche Gunst, die bringt uns mal so gar nichts. Den 5-5er kriegen wir nicht weg. Allerdings bekommen wir ihn weg. Können unseren Echo-Schlamm behalten. Wir bekommen ihn weg. Bekommen dadurch die 5 Leben. Machen unsere Heldenfähigkeit noch. Und gehen nochmal einmal extra ins Gesicht. So. Jetzt irgendeine schöne Karte. Na komm. Ein Schemen. Wir haben 1, 2, 3 Schaden nur noch. Damit können wir uns aufbauen. Jetzt wäre ein Echo-Schlamm natürlich schön gewesen.
Allerdings kriegen wir den natürlich nochmal wieder nicht. Wir waffen einen unserer Echo-Schlemmer. Was ist denn jetzt halt von Schlamm? Schlamm? Schlemme? Schlummer? Egal. 3 Schaden ins Gesicht. Er hat noch 5. Und es sieht gut aus. Wir haben 4 Schaden. So, jetzt irgendein Buffing. Na, kein Buffing. Dann müssen wir halt hier wieder uns verstärken. Einmal ihm ins Gesicht. Den Verstohlenen wird er wohl nicht wegkriegen. Es sieht sehr gut aus. Und er spielt einen dunklen Kultisten, hat keine Chance, uns nochmal irgendwie weg, und das Spiel ist eigentlich geschafft. Wir können jetzt hier noch ein bisschen blöd tun. Also spielen wir hier noch einen Argus dazwischen. Okay, danke schön für den Hinweis. Dann keine Karten ziehen. Nochmal einmal Heldenfähigkeit und jetzt hauen wir ihn einfach direkt um. Oder? Ja, spielen wir hier noch. Räumen wir das Feld noch ein bisschen auf, um den Sieg noch ein bisschen eindeutiger zu machen. Hier noch einmal weg. Und da drüben ist unser einer Schaden, der uns noch fällt, um ihn umzuhauen. Einmal hier drauf. Und der Herausforderungsmodus ist geschafft. Also, das war der Herausforderungsmodus. Es war natürlich nicht ganz so klasse wie jetzt die Jäger. Also immer noch mein absoluter Favorit. Aber wir bekommen trotzdem unsere Paladin-Karte Rächer. Die wird sicherlich in viele, viele Decks Einzug finden. In die typischen Paladin-Decks. Ja, hier seht ihr nochmal alle anderen. Ihr könnt sie einfach anklicken, dann landet ihr auf dem jeweiligen Video der Herausforderung. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns jetzt gleich dann im heroischen Modus. Ich bin gespannt, mit welchen Decks wir das Ganze schaffen werden. Bis dann! Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fluch von Naxxramas, ein Hearthstone-Abenteuer.